Wir werden zu 5 draften. Ich werde gleich nochmal auslosen, wer die Picks hat. Wir haben hier einen Pool von Charakteren. Wir haben erstmal die Ruffy GmbH Piraten. Ihr wisst Bescheid, es sind die einzig wahren, die Winners. Die Dr. Retiger Piraten, vielleicht wird er nochmal einen Namen-Change haben, müssen wir gucken. Pizarro Fango Piraten, Kagi am Start, ihr wisst es. Mydrox Rasselbande, und ja, er wollte den Namen. Und Phyllis Musknaben, das wird er wahrscheinlich gleich erklären wollen. Und ja, wir werden draften aus diesem Pool von etwas hochrangigeren Piraten. Ein paar random Picks. Und wir haben jetzt, oder ich habe gesagt, für diesen Draft nehmen wir Zebek und Roger raus, weil es ist ein bisschen heikel, was mit denen abgeht, wisst ihr? Deswegen haben wir das so ein bisschen geregelt. Wir haben nur Pirates. Wir haben eben schon überlegt, falls das hier gut ankommt, machen wir maybe nochmal ein Video mit Piraten, die nicht so crazy sind. Wisst ihr, so die zweitrangigen Piraten, sagen wir mal so. Am Ende entscheidet ihr, wer hat die niceste Crew, die stärkste Crew. Ich weiß nicht, ob wir jetzt so richtig in die Power-Scaling-Debatte reingehen wollen. Zu Whitebeard, Ace und Odin, Spoiler Alert, die sind ja schon... haben wir gesagt, dass sie einfach so stark sind, wie sie vor allem tot waren. Und der Rest ist halt auf aktuellen Stand, wenn man es mal so sagen möchte. Natürlich den Sklaven, den ich immer wieder benutze in meinen Videos für Reichweite, um One Piece Klicks zu generieren. OPT ist am Start. Yo, liebe Leute, die Angel Beats Piraten werden also, die Meere erobern. Also, es sind die Angel Beats Piraten. Okay. Das ist eine ernste Ansage. Neu im Streaming-Business, okay? Der legendäre, schon immer dagewesene Urgestein Kagi. Was geht ab? Wieder auferstanden von den Toten, Edo Tensei-mäßig. Mal gucken, ob er länger als 2 Wochen aktiv bleiben wird. Mydrox auch am Start. Was soll ich dazu sagen? Das ist das 8. Mal, dass ich wieder da bin. Ja, ja, Leute, willkommen zum Infovideo. Und wir haben noch den Chopper unserer Bande. Mein persönliches Sklaven, Kudos auch am Start. Die Lustknaben. Die Lustknaben. Möchtest du dazu noch was sagen? Das pitch ich später. Das pitch ich später, okay. So, Guys, wir machen die Reihenfolge, ja? Thies 1, Kudos 2, Justice 3, Kagis 4, ich bin 5. Damn, Bro. Der Last Pick darf 2-mal picken, okay? Dann geht's wieder rückwärts. So machen wir das für mich, okay. OPT. Yes. Du hast den ersten Pick. Das ist der Bevor du Pick, anfängst, Mann. Deswegen ist das eine sehr schwierige Situation, weil, guck mal, ja, ich weiß. Pass auf, ich bin der 5., deswegen kann ich es vorwegnehmen. Den ersten Pick hier zu machen, ist eigentlich obvious, Ruffy zu nehmen, weil du musst Ruffy nehmen. Aber du gibst deine komplette Reputation auf, wenn du jetzt nicht Ruffy nimmst. Und ich sage dir, falls Whitebeard auf dem 5. Pick fällt, oder nicht vorher gepickt wird, ne? Ich werde den picken, Jan. Ey, das Ding ist... Bitte, dein Pitch, deine Dr. Retiger. So, wenn man den ersten Pick hat, dann macht es theoretisch Sinn, jetzt Robin zu nehmen. Willst du denn das One Piece finden? Ich nehme Ruffy, ich mach's schnell, komm. Ja, er geht auf Win. Ja, ich muss, was soll ich machen? Ach. Ja, wirklich, also... Immer diese Schwitzer hier. Nee, was heißt Schwitzer? Er ist einfach der beste Captain. Philly, pitch deinen... Also, wie... Justin soll meine Crew nicht dazu da sein, um heftig zu sein oder mich zum Piratenkönig machen. Ja, wie der Verlierer-Mindset halt, ne? Nein, ich will einfach Spaß haben und chillen. Und noch dazu will ich keine Angst haben, dass mich meine eigenen Crewmitglieder irgendwann töten, so wenn ich zum Beispiel Kaido in meiner Crew habe. Da muss ich jeden Tag mit der Angst leben, dass er mich irgendwann umbringt. Und deswegen ist mein First Pick Sanji. Oh Gott, was? Digga! Du hast den Kalt. Was? Ey, du hast ja gar... Ey, du hast ja gar keinen Bock. Jan nimmt nicht Whitebeard. Ich stehe zu meiner Reputation hier. Ey, Bruder. Ey, Guys, guckt euch mal bitte das Line-Up an, was wir hier noch für krasse Draft-Prospects haben und Adam Sanji. Ey, ich hätte sogar eher Rockstar gepickt. Ich bin gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Rox, Justin? Pack mir mal den Kaido. Pack mir mal den Kaido. Du gehst Kaido? Der nimmt dich auseinander. Kaido wird der Captain meiner Crew. Okay, und dann. Bruder, der macht alle fertig. Bruder, Kaido? Wie will man den managen? Wenn es Rox die Zebek geschafft hat, dann schaffe ich das auch, Kappa. Myro Deluxe, Digga. Myro Deluxe. Shank. Nein, wieso, Kaki? Gib ihn mir doch, Oh Mann! Ey, imagine Shanks fällt auf den 5. Pick. Zitter nicht. Ey, ich muss jetzt mit Blackbeard gehen. Oh mein Gott, warte mal. Ich habe eine unique Opportunity. Ich kann einfach Whitebeard und Blackbeard nehmen. Zweimal die Erdbebenflut auf Cheat angelehnt. Was macht ihr dagegen? Die haben noch wie ein FIFA extra, wie heißt das? Charisma oder Harmonie oder so? Die haben einen grünen Link, Digga. Richtig grünen. Die haben einen grünen. Oh, das ist echt schwer. Also, ich habe jetzt 2 Picks, okay? Das Ding ist,
Ihr wisst alle, auf was ich hier liebäugle. Also, guck mal, Rayleigh, Zorro, Odin, Whitebeard, Blackbeard, alle noch da. Ey, shit, man. Ja. Oh, das ist voll schwer. Wen nehme ich denn? Eigentlich muss ich Blackbeard nehmen, weil wie soll ich mit euch konkurrieren sonst? Außer mit Sanji, das ist ja egal. Oh, ach, ich will eigentlich Blackbeard nicht nehmen, sag ich ehrlich, Alter, aber er ist zu strong. Ich nehme Blackbeard als meinen ersten und dann bin ich ja nochmal dran, weil wir rückwärts gehen. Und dann, ich mache jetzt einen Pick, der wahrscheinlich strategisch nicht so schlau ist, aber ich will ihn auf jeden Fall absaven, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich in der nächsten Runde den Pick bekomme und nehme Zorro dazu. Boah. Ich will Zorro meiner Crew haben, ist mir egal. Ich will Zorro meiner Crew haben. Bin deswegen. Du bist jetzt wieder dran, KG. Ah, ich bin am Schwanken. Whitebeard oder Rayleigh? Komm, KG, laber nicht viel. Ey, KG, laber nicht viel und nimm Yasop. Nimm einfach Yasop und rede nicht viel, okay? Nimm ihn einfach. KG, hol dir den grünen Link und nimm Mihawk. Ah. Mihawk und Shanks in deiner Crew. Ja, der grüne Link. Ich nehme. Dann nehme ich den guten alten Rayleigh. Okay. Okay. Der kommt bei mir rein. Digga, Kage, du weißt aber schon, dass du nicht die Roger Crew zusammenstellen sollst, ne? Du sollst sie nicht nachbauen. Nicht. Du sollst deine eigene bauen. Das weißt du schon, das ist dir bewusst, oder? Das weißt du. Okay, Justin, du bist dran. Jetzt bin ich dran. Ja, ich muss jetzt ein bisschen einen Ausgleich schaffen in der Crew, damit ich die easy. Ey, ich kann's. Warte mal, kurz. Stopp. Weil die Konstellation so gefallen ist, wie sie gefallen ist. Ich komme nicht drauf klar, dass OPC gleich trotzdem White bekommt. Es ist so schlimm, ja. Ich will den auch nicht nehmen. Nimm ihn bitte, ey, Kaido White, Bro, Kaido White. Du Flamingo. Na, pack was? Flamingo ins Squad. Wieso? Kaido wird ihn direkt töten. Nice. Pass auf, Kaido, Digga. Pass auf, ich erklär die Strategie noch. Pack mir du Flamingo in die Crew. In der dritten Runde erkläre ich die Strategie. Passt auf. Bin ich jetzt gespannt. Nimmst du Pudding, Digga, die radiert dann alles dabei Kaido raus. Oh, meine Digga, dein Glück's ab, Bro. Okay, Phil, los, Knaben. Also, ich tanze ja eh schon aus der Reihe irgendwie. Ja, komm, nimm Van Oga. Nimm Peckoms. Mein Koch habe ich. Er macht mit Rollen, Digga. Ich scheiß auf Rollen, Bro. Wie wär's mit bisschen weiblicher Unterstützung? Ja, war klar. Komm, warte, sag nix, warte, nix sagen, okay? Nix so für mich? Ich mach für dich, Digga. Okay. Das was? Das ist tatsächlich nicht richtig. Jetzt oh, krass, ich okay. Dir warum. Okay. Normalerweise würde ich immer Robin nehmen, weil sie zwei Bonnie, gute Argumente Bonnie, hat. Ne? Aber wegen ihr würde ich von der ganzen Welt verfolgt werden. Ah. Und wir sind die Angsthasen-Crew. Ja. Also habe ich da keinen Bock drauf, deswegen nehme ich Hancock. Damit sie auch dein. Candid, perfekt, ne? Perfekt, weil die sieben Samurai ja aktuell richtig ihre Eier schaffen können. Ne? Jetzt bin ich gespannt. Es sind auch gute Picks da, Retika. Bleiben wir dabei oder ist es ein Surprise-Pick? Also ey, pass auf. Also, du hast zwei, ne? Denk dran, du hast zwei. Ich hab schon wieder das Messer an meinen Vater gerichtet. Aber Jan, du hast zwei, du hast Back-to-Back-Picks. Denk dran, Squado hat seinen Vater auch. Du hast das schon einmal, ja, Digga. Du hast das schon einmal den Squado abgezogen, Digga. Der Sperma-Minister da unten, Digga, der lächelt mich auch aus. Ja, ich nehme dann, ey, kann ich zwei nehmen jetzt? Nico ja, du hast Back-to-Back-Picks. Du hast Back-to-Back-Picks. Whitebeard und Nico Robin. Oh, was? Nein. Okay. Er geht auf. Okay. Er geht auf, ich muss das System dribbeln. Ja. Beste. Übrigens, kleiner Pitch von Ace. Allein wegen Hancock ist die Crew mit Sanji schon tot, Bro. Ach, Digga. Aber ja, du bist wieder? Will? Ich würde direkt zu Stein werden. Schon wieder? Ich hab mir ein bisschen Gedanken gemacht und ich will auch ein bisschen reintrollen. Was für Gedanken? Komm, nimm Fake-Stroh. Nimm gleich eine Baby. Deswegen, ich nehm Bartolomeo. Was? Unique, ja. Er wäre so mein Bodyguard. Und er wäre wahrscheinlich auch mein bester Freund gleichzeitig, weil er so ähnlich ist. Ohne Scheiß. Mich würde es nicht überraschen, wenn Phil gleich kommt, ich nehme Captain Black. Alter, ey, Leute, ich muss hier einhaken. Meine Taktik wurde gerade gecrushed. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Bartolomeo mir weggepickt wird. Ja. Wisst ihr, was meine Taktik war? Du wolltest war? Bartolomeo picken? Ja, ich wollte Bartolomeo picken. Passt auf, die Taktik wäre geisteskrank gewesen. Ja, ich habe Doflamingo, er macht Birdcage, Fujitora, Admiral, Zorro, blablabla, alle können den Birdcage nicht aufhalten und der versteckt sich einfach hinter der Barriere von Bartolomeo. Unbesiegbar, Bartolomeo, Doflamingo, Birdcage-Kombi. Das wär's gewesen. Scheiße. Ey, vorher sagt er vor dem Stream, macht keine Wissenschaft draus, so mit Taktik, Maktik, jetzt kommt er so an. Ja. Schlachtplan aufgeschrieben. Ich hab jetzt so eine 30 Meter Papyrusrolle, so, weißt du? Egal, nimm. Ich nehme... Ben Beckmann, intelligenteste Charakter an der Vega. Digga, also wirklich der Synergie tot. Okay. Er geht auf rote links. Kage, warte mal, haben wir noch wen von Scoppy? Willst du Scoppy haben? Ah, Digga, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, Digga, weil du mir gesagt hast, ich darf nicht so die Roger Crew machen. Ja gut, was dann nehme ich. Was wolltest du picken?
Ich wollte eigentlich Oden picken, Digga, aber... Ja, ey. Oh, nein, aber Oden ist so ein... Kampfkraft. Danke. Ja gut, ne? Dann nehme ich dich Oden, dann nehme ich Mio. 3 Tage Stärke gleich mehr. Shanks Crew featuring Rayleigh. So, Guys, Back-to-Back-Picks. Mein Idealszenario ging tatsächlich auf. Ich wollte nämlich den ganz guten alten, ihr wisst es alle, wo ist er? Terror Folgerelor in meinem Crew haben. Ganz, ganz dringend. Digga, einfach. Ich glaube, 5 Pick. In meinem dritten Pick nehme ich ihn, Alter. Das kannst du dir auch nicht vorstellen. Okay. Ganz gute alte Referenz an den AMV-Kanal von dir, ne? Genau. Und da ich ihn jetzt habe, kann ich noch einen Pick machen. Es sind sehr viele gute da. Aber ich glaube, der beste, der hier noch übrig ist, und weil ich auch einen Greenlink brauche, ganz dringend einen Greenlink brauche, vielleicht so ein bisschen doppelt gemoppelt. Es ist ein bisschen doppelt gemoppelt, deswegen weiß ich nicht, ob das so smart ist, aber ich glaube, es ist der beste Pick, der noch übrig ist. Oden, Digga, ey, meine Hoden-Crew. Zorro und Oden, Bruder, wer hält die auf? Sag mir, wer die auffällt. Sag mir, komm mit Miok, ist mir egal. Oden, Zorro, easy. Und Oden und Blackbeard sind sich zwar nie begegnet, aber ich glaube, die würden sich super verstehen in der Crew. Oden kann One Piece finden. Ey, ich bin auf dem Weg. Jan, er ist auf dem Weg gegen meine Crew, ich sag's dir. Kacke. All time. Ich mache jetzt auch mal einen weiblichen Pick. Ich weiß, was Kudo picken möchte, deswegen hoffe ich, dass du nicht seine Träume zerstörst. Nein. Es ist so obvious, was er picken will. So obvious. Ich nehme Yamato. Ja, weggepickt. Habe ich recht, Phil? Habe ich recht? Ja, habe ich schon gedacht. Kudo, nicht schlimm. Kannst du noch Katarina Devon nehmen? Ey, könnt ihr, wenn wir mit dem Draft fertig sind, haben wir auch noch die Option zu traden, ne? Nur mal so. Ja, komm, dann zwische ich Kudo doch auch nochmal einen leckeren Pick weg und packe ja auch eine Frau mit rein. Jemily Perona. Jemily Bonnie. Bonnie? Was baust du da zusammen, Digga? Ja, das sind die One-Shot-Mechanics. Was baust du da zusammen? Was ist das für eine Crew? One-Shot-Potenzial. Ist das One-Shot-Potenzial? Oh, Mann, die One-Shot-Potenzial-Crew-Bande. Ey, okay. Billy. Komm, du Lustknabe, bei also, Maria. Gönn irgendwie dir. Muss ich mich ja auch noch verteidigen können. Gott, du Skrämer-Minister, nimm den Skrämer-Minister. ich hab dir den reingepackt, der dich verteidigen kann, ne? Bist du so viel? Nein. Okay, schade. Nein. Ich nehme, weil ich auch denke, der ist cool und macht Laune beim Feiern, ich nehme Scorpi. Ich dachte, du wolltest eine Lustknaben-Crew bauen, Digga. Ja, der sieht doch so aus. Ey, Digga, ich meine, wenn du schon Lustknaben gehst, dann Fool. Geht, Digga? Oh mein Gott, ich hab noch gar nicht nachgedacht. Scheiße. Scroll mal ein bisschen runter. Du hast auch wieder einen sehr krassen, eine sehr krasse Greenlink-Option, die ich. Ne, sogar 2 Greenlinks, die ich eventuell ziehen würde, weil das ist echt, Digga, zu krass. Ich weiß auch nicht, was wirklich krasser ist als den Pick, den ich für dich jetzt hier sehe. Es ist obvious eigentlich. Nein, es ist nicht. Doch, es ist sehr obvious. Es ist ja sehr klar, obvious. Ich schiel auch auf Marco, falls du das meinst. Nein, ich schiel nicht auf Marco. Ich aber. Auf Ace wahrscheinlich, oder? Nee. Du hast 2 wieder. Synergie. Ja, Ace wäre diese Synergie, aber. Ah, Marco. Marco ist auch Navigator. Ja, auf einmal packt er doch die. Und Heiler. Ja, safe. Big. Für die Crew big. Er ist einfach alles. Er ist Navigator, Steuermann und Heiler und alles, ne? Scratchman ist auch noch da, ne? Ja, der kann auch bleiben. Ich glaub mal dran. Nee, Rocks, dann. Ich picke. Ich muss Ace nehmen. Ja, aber du hast 2 sowieso. Ja, dann. Dann geht's doch auf. Und ja, Marco. Ich muss Marco nehmen, ja. Ja, guck mal, Digga, er hat mit Ace und Ruffy und Whitebeard hat den Unlimited Ultimate Green Link. Da geht gar nichts, Alter. Das ist der perfekte Sturm. Phil, es gibt jetzt einen Pick für dich. Oh mein Gott, ey, Phil, es gibt für dich einen Pick. Es gibt für dich einen Pick, der ist krank, aber du musst spekulieren, dass du später mit Justin noch traden kannst. Ich sag dir danach, wenn du gepickt hast. Aber es gibt einen immensen Pick, aber du musst am Ende dieses Video mit Justin traden, um diesen Pick nutzvoll zu machen. Aber der ist krass. Für deine Crew sowieso. Ich kann mir gerade nichts denken. Egal. Krasser Pick. Wie aber auch keiner Big Mom nimmt. Justin wird das tun. Wenn du den Charakter nicht pickst, wird Justin das tun in der nächsten. Weil Justin weiß ganz genau. Er hat's auf den Schirm. Du musst weise denken. Ich brauch auch noch ein bisschen Stärke. Es sieht schon ein bisschen mau aus. Wer kann mich besser beschützen als Gangster Gastino? Du bist so dumm. Machst du das wirklich? Da ist nur Hancock. Bei dir in den Lustknaben. Ja, alles klar. Das wird eine komische Runde. Das ist nicht mal ein Troll. Das ist einfach ein absoluter Braindead-Pick. Ja gut, Justin. Mal sehen, ob du so smart bist. Ich nehme natürlich Lin-Lin. Ja. Digga, Kudo, überleg mal. Big Mom, Bonnie, Frucht, Jünger machen für deine Crew ideal. Du hast verkackt, Digga. Das wäre für deine Crew und das Team von deiner Crew perfekt gewesen. Du hast einfach reingekackt.
Also, man ist ja in einer Piratencrew und in einer Piratencrew kommt es ja mal vor, dass man sich prügelt. Also Jack, alles klar. Und? Nee. Und man braucht ja auch mal ärztliche Hilfe. Ne? Ah, das ist ja ein Chopper, sehr, also Marco. Weiß nee, Bescheid. Nee, 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 okay, nee. Chopper, ja? Nee. Jetzt kommt's. Ich nehme den legendären Krokus. Boah, ey, Kai, willst du dich verarschen? Krokus? Das ist einfach die Roger-Bande. Nein, Krokus ist Roger Killer. Ein. Ich wollte gerade sagen, alles, was seine ärztliche Leistung war, zu sagen, du hast noch 2 Jahre oder so. Ja. Ich nehme Krokus. Allein aber auch, weil Krokus ein lustiger Charakter ist. Okay, no-brainer in my case, wie ich das hier sehe. Ich sage Shiki. Obwohl, doch, ihr habt recht. Ich war stark bei Katakuri, aber Shiki ist ein guter Call. Shiki ist so ein... Shiki ist aber noch, Digga. Nein, Shiki ist auf... Ich weiß gar nicht, was mit dem ist, Alter. Du kannst jetzt Yasop nehmen. Nee, den lass ich noch für Kage übrig. Ey, ich will Shiki nicht nehmen, weil Shiki ist. Wisst ihr, wie ich mein? Ey, du hast Doppelpick, ne? Und du weißt, welche Charaktere nur im Doppelbande auftauchen. Nein, nicht den Ernst, Mann. Ey, wenn jemand Johnny und Yusaku wegnimmt, ne? Ey, wenn ich am Ende nicht Johnny und Yusaku habe, ich trade Blackbeard für den. Ist mir scheißegal. Was ist jetzt den Doppelpick? Nein. Ich nehme Katakuri, der beste Pick in diesem Draft. Es ist ein bisschen verfrüht, aber ich fühle mich confident, ihn jetzt schon zu picken, Guys. Ich nehme ihn, den Legendary Madi Monk Urush. Oh mein Gott. Es ist Urush. Die stärkste Crew on Earth. Er pokert einfach darauf, dass Urush nochmal krass auf, wird. Pass auf, überleg mal. Blackbeard, Erdbebenflucht, schlägt Urush. Urush tankt, Teufelsflucht, haut zurück, nimmt alle auseinander. Beste Crew. Okay, Kagi? Zeig mal, wer ist denn da alles noch? Schwierige, schwierige Kiste. Ja, Urush, Big Wunsch, aber ich weiß. Trebol, oder? Es ist Trebol. Ich bin gerade hin und her gerissen zwischen Jinbei und Crocodile. Weil Crocodile ist ein so cooler Charakter, finde ich, aber. Ey, ich find's auch. Justus Kid ist echt ein Haufen Geister. Ja, dann ich pick Crocodile, doch, safe. Crocodile. Crocodile? Das okay, ist mein Next. Es ist Crocodile. Okay, Justin, wie geht dein ach so krasser Plan weiter? Ja, mein Plan wurde ja ein bisschen durch Kudo durchkreuzt, aber ich nehme jetzt einen Charakter, der mich so ein bisschen repräsentiert. Und, Lucky Lou ist aber nicht drin. Doch, Lucky Lou ist drin. Ist drin. Und der wird auf jeden Fall im Team integriert werden. Um dann nochmal einen grünen Instrument wegfahren zu kriegen. Fucking Lucky Lou, Alter. Also quasi Beckmann und Kaido machen die rechte Flanke um Ben Beckmann und Lucky Moody. Ey, wenn ihr so ihr wisst schon, wenn ihr so weitermacht, fällt Rockstar in meine Hände, ne? Ich will's nur mal kurz vorher sagen. Oh nein, oh Gott. Rock. Gott, bitte nicht. Lustknaben. So, die Lustknabenquote muss mal wieder angehoben werden. Wir brauchen Spaß und gute Laune und bisschen Musik. Digga, was hast du da für einen Haufen Bitte? Ey, ist nur ein Vibe habt ihr, ne? Ey, ich schwöre, diese Crew, die du bis jetzt hast, die schafft es nicht mal aus dem Arlong-Pack raus. Ist das der Kudos Crew ist so ein bisschen wie die Schlümpfe, Alter. 100 Schlümpfe, eine Schlümpfe. Bo Hancock steht nach der Zeit bevor, ey. Aber da hat er das schlau gemacht, weil mehr als eine Frau braucht aber Bo Hancock nicht. Das hat er ein bisschen mit Strategie gemacht. Retiker, 2 Picks. Oh. Ja, jetzt, ey, ich muss wieder big denken und ich habe extra gerade gesagt, hier nimm Crocodile, weil ich halt natürlich Jinbei haben will. Aber ich Jimbo nehmen und, weil der Steuermann, der ist zu krass, Mann. Okay. Also er ist ein Steuermann, aber er holt sich hier, also man muss wirklich sagen, Jans Crew hat wirklich so viele grüne Links, Alter. Also Jinbei harmoniert ja mit allen, mit Ace, mit Whitebeard. Ja, und mit komischerweise mit Robin und Weirdo Dynamic, warum auch immer. Ich brauche einen Koch. Johnny, Digga. Johnny ist doch da. Johnny ist doch da. Wer könnte denn, wo könnte man denken, dass. Cracker könnte ein paar Cracker machen. Ey, jetzt hast du verkackt. Wie willst du Ruffy bei Laune halten, wenn du keinen Koch hast? Vorbei. Eigentlich Captain Black, Digga, der war jetzt Butler richtig krass und so. Der musste eigentlich. Okta Katakuyaki, der kann ganz viele. Okta würde funktionieren. Ja, Okta, Schwertkämpfer. Und da kann sich einfach selbst opfern. Der Sahneminister, ey, nein, ich krieg den Sahneminister, der kann Sahne produzieren. Ja, unterschätzt sie nicht! Unterschätzt sie nicht! Opera! Ey, Opera hat es geschafft! Vor Shiki, vor King! Vor Yasop! Unterschätzt nicht den Sahneminister! Aber der passt da rein, ich glaube, das ist eine ganz gute Seele.
Ah, okay, los so. Knaben. Also Hancock tut mir da schon ein bisschen leid bei all diesen Leuten. Ja, also. Deswegen kriegt ich ein bisschen weibliche Unterstützung noch. Nami? Es ist Nami. Naja, hab ich fast gedacht. Oh, Ulti, du bist ja geisteskrank. Die wird immer schwächer, die Crew. Wird immer schwächer, die Crew. Immer schwächer. Okay, my Rolox. P-Koms ist auch noch da. Was hast du? Ja, also bei mir ist eigentlich schon Hopfen und Malz mit der Synergie verloren. Deswegen könnte ich eigentlich komplett drauf sondern einfach weiter so Powerhäuser mit reinpacken, aber... Okay, alles klar, also Jazz Boner, ne? Gut, ich fasse mal rein. Ich schwanke gerade zwischen King, Shiryu und Justus Kid. Ja, okay. Ich nehme Shiryu. Kaido. Du nimmst Shiryu? Ich nehme Shiryu. Kaido und King, das ist doch hier eine Synergie. Er nimmt Shiryu. Also, ich verstehe, also wie funktioniert das an Deck? So, wenn Lucky Lu auf Shiryu trifft, wie ist denn die Dynamik? Wie läuft das an? Meine Crew vertraut auf Verrat. Also, weißt du, wenn sich jeder untereinander verrät, dann kann sich auch keiner beschweren, weil jeder verrät sich ja untereinander. Alter. Es ist so schwer. Ja, das Ding ist, das Gute an dieser Stage vom Draft, du kannst jetzt nicht mehr so viel falsch machen, finde ich jedenfalls. Ja, das stimmt. Ist der Druck ein bisschen weg. Ich hätte zwar jetzt noch irgendeinen weiblichen, Kuda hat mir Nami weggepickt. Das verzeih ich ihm nie. Ja, hey, Baby Five. Ja, Ulti ist mir zu. Schwierig. Obwohl, ich hätte auch ein paar lustige Leute da in der Crew. Buggy wäre auch ganz cool. Trebol also? Die auch so. Es ist so schwer. Komm, Kagi. Geh nach deinem Herzen. Nach meinem Herzen soll ich gehen. Ja. Ja, ich bin Buggy. Bugboy. Buggy, Digga. Ja, muss rein. Also wirklich, es ist einfach die Monster Crew. Aber die hat ja fast den meisten Spaß, Digga. Das ist ja. Es ist einfach die verdammte Roger Crew. Ey, das kannst du nicht ausdenken. Nicht schlimm. Doppelpick, du weißt. Doppelpick. Ich kann ja gleich noch mal. Hör auf. Tu es nicht. Doch, du musst jetzt. Das ist jetzt Dieter, er schreibt Back-to-Back Johnny und Yusaku für die Zorro-Synergie. Zorro auf 100 Himi auf einmal. Du musst. Das Ding ist, guck mal, ich habe jetzt noch ein Problem. Wenn ich ihn jetzt nicht picke, beispielsweise, ich möchte ihn eigentlich nicht haben, möchte ihn wirklich nicht haben und ich werde ihn wahrscheinlich auch nicht picken. Okay. Aber wenn ich ihn jetzt nicht picke, wird Kage Yasop picken. Und ihr seht ja, wie das bei ihm aussieht da. Das kann man nicht weitermachen. Der Yasop habe ich nie vorgehabt zu picken. Auf der anderen Seite, also viel weiblich ist es da echt nicht mehr da. Das ist auch ein bisschen blöd. Ey, da ist ja wirklich fast gar nichts mehr da. Katharina hat Yvonne Ruffy. Der kann sich verwandeln zu wem du willst. Sie kann alles sein, was du möchtest. Ja. mein Herz weiß, was sie ist, Digga, deswegen lieber nicht. Ulti ist mir sowas von egal, aber es wäre halt der Pick. Ich hätte tatsächlich, glaube ich, wenn du ihn nicht genommen hättest, wäre ich sogar vielleicht auch auf Buggy gegangen, um ehrlich zu sein. Mhm. Das wäre sehr, sehr nice gewesen. Ich könnte auch auf Aya den Double Pick machen mit Justus Kid und Killer, aber wie möchte man das wirklich? King ist auch noch übrig. Wenn ich King jetzt lasse, wird Justin 100%ig picken. Das ist auch scheiße. Black Maria wäre auch noch da, aber die ist zu groß, Digga. Das kann man gar nicht handeln. Ich nehme Oysters. Für Ace, Shoutout und ich nehme Ulti. Ich brauche weiblichen Support. Was soll ich machen? Useless. Das sind nur Männer. Was ist denn deine Crew? Ich weiß auch nicht, was die ist. Das überlege ich mir noch, okay? Kage, du bist on the clock. Ich bin schon wieder dran. Nein, das kann man nicht machen. Ich bin doch schon wieder dran hier. Boah, ist das schwer, Digga. Also, ist wirklich schwer. Ja, warte mal. Habe ich überhaupt jemanden, der kochen kann? Wer kann denn da kochen, Digga? Also mal ganz Real Talk. So, ey, kochen, Bruder, ne? Ich sag's dir, ne? San Juan Wolf, der macht brutalen Auflauf. Also wirklich, ne? Er sieht selber aus wie so ein Ohrenschmerz. Also, Cracker ist noch da. Ich sag's dir auch, Kage. Nee. Gib Warpol ein bisschen Brot, Digga, der macht den heftigen Döner. Ich sag's dir. Cracker? Ja, Cracker. Nein, ich nehm nicht Cracker. Dann nehme ich Baby Five. Nein! Digga, Yasop fällt hier mal ganz weit runter. Okay, Myrolox. Ich nehm Yasop. Du bist so laufen. Okay, Philly? Ey, es ist schwer. Ich hab doch schon an sich alles, was ich will. Was brauche ich noch? Black Maria? Du brauchst nur eine Black Maria. Komm, Kudo, für die Lustknabe-Crew, ein Isu. 10 Isu. Auf geht's. Also jetzt wird's knifflig. Digga, wie Jan sagt, wer A gesagt hat, muss auch B sagen. Du hast Sanji gepickt, also pick jetzt auch Chopper. Ja. Ich brauche einen Arzt. Ja, du brauchst einen Arzt. Ja, pick ihn. Chopper. Woogie. Perfekt, Link. Also, wenn du gleich Lusop pickst, hast du das Trio beisammen, ne? Dann gibst du mal extra Punkte.
Okay, Sahneminister. So, Sahne könnt ihr jetzt essen. Warte mal, was braucht meine Crew noch? Meine Crew braucht Kekse. Sahne, ja, ey, Kekse und Sahne. Ja, das ist eigentlich perfekt. Das ist lecker. So, ich brauche aber ganz dringend einen Zimmermann. Nein, nein, du brauchst Eiweißcracker. Du brauchst Eiweißcracker, Jan. Jan, lass mich dir einen Tipp geben. Du nimmst Cracker mit und du hast ja einen Double Pick und für die Einrichtung nimmst du einen Capone mit. Dann können alle bei Capone. Nein. Erstmal ein Frankie. Erstmal ein Frankie oben drauf, bitte. Ein Schütze. Lissop, komm rein. Rein. Ja. Er hat Kudo die Zürgie. Das Dreieck hat er ihn weggeschnappt. Niklas sagt 5 Zap. Er hat ihn das Dreieck weggeschnappt. Ja, nur Ströte nehmen, das ist ja auch gekommen. Ah, okay. Ich kann ja nicht mehr viel falsch machen. Naja, du hast mit dem ersten Pick schon alles falsch gemacht, also von daher, ne. Ein Maskottchen habe ich, aber wie wär's mit zwei? Was ist denn deine Crew? Nein, tu's nicht. Tu's nicht. Nicht. Ich brauch. Hör auf. Nein, tu's nicht. Teddy. Nein. Zum Einschlafen. Bitte nicht. Ich nehme Nein. Beppo. Oh mein Gott. Ich wette, diese Crew würde in der neuen Welt nicht einen Tag überleben, Alter. Doch, Digga. Weil pass auf, One Piece Kapitel 1400, Flashback, revealed, Scopper Gaban, stärkster Charakter. Ich habe ja gerade gesagt, das Motto meiner Crew ist Verrat, damit sich keiner am Ende beschweren kann. Und demnach packe ich zu meinem Kollegen Yasop, den ich eben schon drin hatte, einfach noch Vista mit rein, weil wir wissen, die verstehen sich hervorragend, die beiden. Ja, klar. Die verstehen sich hervorragend. Und damit das Thema Verrat weiter abgerundet ist, packe ich den auf jeden Fall mit dazu. Alter, das ist einfach ein Crew nach seinem Gemüt gebaut. Auch krass. Okay, Kage? Oh, ich bin schon wieder. Warum bin ich so schon wieder dran? Ja, es ist leider das Leid, was du trägst. Da bleibt jetzt noch der Schmutz übrig. Digga, King Warte ist mal. Noch da, was für ein Schmutz. Ich würde sagen, so drei Katastrophen noch übrig. King ist da. Also, drei Katastrophen, Supernova, Samurai, alles noch da. Dann nehme ich Yusaku. Nein. Halt's Maul! Verpiss dich! Den Move mache ich. Mein Thought ist, ich kann mit Ruffy Flash später noch was Nices traden. Digga, nicht mit Yusaku! Alter, ey, er macht wirklich diesen. Alter! Wenn du doch den anderen willst, dann. Nee, den lass ich für dich übrig, Digga. Den kannst du haben. In den Bahnhöfen. Was hast du denn gedacht, dass ich. Ja, hier, ich würde gerne Blackbeard gegen Yusaku traden. Ja, weiß ich, ich dachte, du schwitzt auf die beiden. Nein, den Scheiß weg durch. Nein. So hart schwitze ich nicht auf sie, glaub mal. Bin ich jetzt derjenige, der King nehmen muss? Ich denke auch ein bisschen an Capone nach wegen seiner Teufelsfrucht, weil. Capones Teufelsfrucht mit meinem Line-Up wäre schon mad brutal. Das wäre schon echt gut, Alter. Okay, also Capone nehme ich auf jeden Fall. Allein deswegen, weil mit der Frucht kannst du alles einnehmen. Auch nicht so perfekt, ey. Wenn ich das Das ist alles perfekt. Das kriegen wir alles hin. Das machen wir alles in der Postseason. Ey, King gibt mir einfach gar nichts. Aber ich muss ihn von diesem Lineup eigentlich schon nehmen. Es macht einfach keinen Sinn, was anderes zu picken. Mir würde nichts anderes einfallen. Ich hoffe, dass der Cloud-Rapper Page One noch ein bisschen fällt. Bitte, ey, einer von euch muss Cracker gleich nehmen. Ne? Wir können Jan nicht mit der ultimativen Sahne-Cracker-Synergie laufen lassen. Ich nehme King. Jetzt habe ich mich ja eben so ein bisschen getäuscht. Ja, jetzt musst du Johnny nehmen, Digga. Nee. Doch. Ja, eigentlich hast du recht. Du hast dich verpickt. Ne? Doch, ich wollte dich gar nicht nehmen. Ja, komm, gib ihn mir. Was? Den anderen. Nein, ehrlich? Nimm das du dann. Ey! Ich steh meinen Mann. Digga! Die letzten drei Picks von Kage absolut reingekackt. Also, um jetzt das Thema Verrat abzurunden und zusätzlich ein bisschen gute Laune mit in die Meute zu nehmen, packe ich mir Apu mit in die Crew. Nein. Um das Thema Verrat mit abzurunden. Achso, ja, stark. Das ist echt stark. Also Vista, Yasop und Scratchman Apu, ich glaube, in der Crew wird nicht viel geschlafen. Da wirst du, weißt du, da kann es immer mal sein, dass so ein Doflamingo über deinem Bett hockt, Alter, mit den Feen spielt. Knabe? Nein, mir herrscht schon so eine perfekte Synergie. Komm, Katharina! Ich will mir die Synergie nicht kaputt machen. Rockstar ist auch noch da. Ich nehme auf Gentleman angelehnt Senor Ping. Hör auf, Mann. Hör einfach auf, Alter. Okay, OPC. Oh mein Gott, jetzt will ich mir keine Synergie versauen. Kudos Crew ist wie Morias Crew. Der kommt in die neue Welt und dann geht er als einzelner Captain wieder zurück, weil seine ganze Crew getötet wurde. Ey, komm. Ja? Wieso ist der da noch? Wer denn? Nein. Wer, hä? Es gibt einen Charakter, der ist eigentlich immer noch ziemlich krass. Okay. Shiki. Ja, Shiki. Nimmst du Shiki?
Der wird von ja, kannst halt du auch gleich Rocks Bande bauen. Ja, ach so. Ja, komm, P-Koms. Was? 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 Nein, nein, warte mal, P-Koms. Ich schieße sogar auf Sandkorn Wolf. Ja, komm, hau mir P-Koms rein, der ist korrekt. Ja, der ist korrekt. Ja, okay. Ja. Wollen wir noch weiter? Also ich würde noch weiter picken wollen. Ja, okay, dann lass noch. Wie viel? 12? Okay. Oh, okay, T. Ein? Dann darfst du nochmal. Wer ist denn korrekt? Da ist keiner mehr korrekt. Digga, Lau G! Ich weiß gar nicht, wie das G macht, aber ihr müsst Bescheid. Dein Homie Okta. Jetzt gib mir ein Schicki. Jetzt Gigi? Oh Gott. Da ist echt keiner mehr korrekt. Wer steuert denn dein Schiff? Ja, jeder ab und an. Verderb, Digga. Ey, da hast du so wochenschichtsweise läuft das. Jeder, der Bock hat. Schichtwechsel. Okta ist der Mann fürs Grobe. Was soll das denn heißen? Als er was für die Moike-Jobs macht. Wem könnte ich mich anfreunden? Ich nehme X-Drake. X-Drake? Ja. Noch ein paar Räder. Ich glaube, den wollte Justin haben. Ja, glaube ich auch. Dann der Hin- und Her-Springer. Dann tausche ich mir Bonnie rüber. Wow, X-Drake, okay. Du kannst natürlich den ultimativen Verräter noch nehmen. Fake-Strohhut ist auch noch am Start. Ja, aber der, weißt du, der wollte sich noch ein bisschen profilieren. Der hat zwar. Black ist ja auch ein Verräter, so. Ja, eigentlich. Captain Black ist auch also mich, mich lächeln gerade in puncto Verrat, Hawkins? Lächelt mich noch Hawkins an, aber er hatte ja nur wegen der Wahrscheinlichkeit sich für das Wahrscheinlichste entschieden. Das heißt, er wollte ihn ja nicht unbedingt verraten, sondern hat nur das geringste Übel genommen. Habe ich auch gerade gedacht. Aber es ist demnach gehe ich weiter in puncto Verrat und will natürlich den Verräter der Verräter, und zwar Caribou. Also, bringen wir da also eine Logia auch mit also ein Pick ins Leere quasi, okay, alles klar? Kage, also ich sag mal so, ne, Kage, legit, wenn du mit Buggy, Johnny und Yusaku gehst, okay? Dann musst du auch mit Foxy gehen. Also da musst du auch voll durchziehen. Weil, ja, das habe ich auch gedacht, weil viele haben ja diesen Ring-Ding-Lingeldong-Arc da im Kopf, ne? Aber es gab ja, ne, Ring-Ling-Long-Ling-Long-Long. Da war da nicht so lachkick, aber da gab es da noch einen Filler, so einen Film. Und da fand ich Foxy übel lustig. Also, schwierig. Was er rauskramt, Digga, aus der letzten aber, Tasche. Da hat Ruff ja diesen Vizeadmiral mit der Red Hawk zerstört, Digga. Ja, das weiß ich noch. Ja, ich nehme Foxy das weiß doch. Ich, ne? Er kommt rein. Foxy. Rein damit. Es ist Foxy. Okay, damit habe ich meine letzten beiden Picks. Danach geht's wieder rückwärts. Ich glaube, ich habe sogar einen weirden Pick, den ich vielleicht tätigen werde. Ich bin auch ein bisschen unzufrieden, dass ich nur Ulti bei den weiblichen Cast abgreifen konnte. Das ist auch ein bisschen blöd. Ich will Page One haben, weil er so drippy ist. Aber das ist der einzige Grund. Und Greenling mit Ulti wäre auch nicht schlecht. Kann man machen. Muss man nicht, kann man machen. Moria mit Blackbeard. Macht das Sinn? Moria mit Blackbeard? Aber Moria ist ein Hund, Digga. Kein Bock auf Moria. Okta. Nein, verpiss dich mit Okta. Was ist denn strategisch noch gut? Ey, ich will irgendwie Page One am... Der passt aber nicht rein. Ich nehm Cracker. Ich nehm Moria für die Combo. Nein! Ich nehm Moria für die Combo. Das ist meine Crew. Tage. Letztes Mitglied. Okay. Ich nehme einfach für die... Weil wenn man sich mal meine Crew anguckt... Die werden alle miteinander gut klarkommen. Ja, bei mir auch. So mein Motto. Der Einzige, der wirklich so die arme in Frage Ulti. Käme jetzt noch, den ich hier mit reinpicke, weil halt einfach auch die Rayleigh-Synergy dann da wäre und so, wäre, und das muss eigentlich sein, Okta. Last Pick Okta. Crazy. Ja, da hat er sich jetzt zum Abschluss noch mal ein Powerhouse mit reingeholt. Ja. Mannschaftspotenzial. Okay, my Rolox. Ja, ich sag mal so, ich habe eben einen guten Punkt gelesen. Also man könnte jetzt, wie gesagt, hier noch Hawkins nehmen, der ist so der Letzte, der noch halbwegs reinpassen würde. Katharina Devon theoretisch auch wegen Verrat. Ich sag mal so, um jetzt einfach nochmal in, man kennt es ja, in so einer ruhigen Nacht auf See, weißt du, wenn alle schlafen, um da nochmal den gewissen Spice reinzubringen. Und dann einfach nochmal in der Nacht ein bisschen Trubel reinzubringen. Hab ich mir gedacht, holen wir uns den guten alten Hakuba mit rein. Das heißt, wenn Kevin Nash schläft, dann wird er in der Nacht nochmal ein bisschen geschnitzt. Das war ein starker Pitch. Kudo? Also ich würde am Black liebsten Maria. Gar keinen mehr nehmen. Black nein, Maria. Nein, nein. Nimm Black nein, Maria. Nein, nein, nimm doch Black nein, Maria nein, einfach. Nein. Wie kannst du die nehmen? Am liebsten gar keinen. Nimm. Zwei große Argumente. Richtig große Argument in dem Fall. Ja, ich hoffe, dass ich Bonnie noch irgendwie traden kann mit Justin. Glaubt ihr, Rockstar ist cool so? Kann man Bro, mit dir chillen? Rockstar? Du kannst. Hey, du redest mit den roten Shanks. Ah, nee, warte mal, du hast Geld von uns. Da ist ein Brief vom roten Shanks.
Roxa ist so, sag ich mal, von der Importance ungefähr so wie Sanji für die Strohbahn, also wird das schon passen. Ja, in etwa. Zwei Kapitäne, Digga. Roxy Sevek, Digga. Ich nehm Roxy. Roxy. Jan, du hast den letzten Pick, genau. Du hast den letzten Pick jetzt. Ey, der letzte Pick ist der beste Pick. Ich denke mir jetzt sogar noch irgendwie in die Iso oder in die Josu-Richtung rein, aber... Mit Josu machst du nichts falsch. Nix. 0,000. Aber ey, das Ding ist, mit Josu machst du auch nichts richtig. Ja, ist so. Okay, ja, wir haben unsere Crew gedraftet. Wir haben 12 Mitglieder. Leider teilt jetzt hier bei Teammaker ein bisschen schlimmer auf, aber ist nicht so schlimm. Guys, ihr könnt ja gerne mal in den Chat schreiben, wer für euch die beste Crew hat, obwohl ich glaube, dass Kudos Name nicht einmal fallen wird. Die Lustknaben sind. Ja, was heißt denn hier beste Crew? Ne? Ich sag mal so. Also zum Beispiel die Crew von mir und von Raffi harmoniert halt gar nicht. Also. Das verstehe ich nicht. Erklär mir, wo die nicht harmonieren. Erklär's mir, komm. Ja, okay. Ja, ich sag mal so, Blackbeard wird natürlich Best Friends mit den nächsten drei in deiner Liste. Mit Zoro, Law und Oden. Ich glaube, das wird so das Vierer-Squad. Die werden sich oftmals zum Abendessen treffen. So. So ein Ding ist das. So, und dann glaube ich auch, ein Justice Kid ist immer gut zu sprechen auf Kaiserkommandanten. Der versteht sich immer mit denen. Ja, und ich glaube, so ein Gecko Moria und so eine Ulti, die haben sich auch viel zu erzählen. Also, ich glaube, die würden gut miteinander harmonieren. Ach, Bullshit. Ich sag's mal so, deine Crew ist voller Powerhäuser, meine auch, aber meine sind krasser. Das aber guck doch mal, bei mir sind alle, die können alle cool miteinander sein. Da ist kein Edgelord, kein gar nichts. Ja, das mag das sein, aber wie gesagt, Kudo, über den Along-Park kommst du nicht hinaus. Wer hat gesagt, dass ich da chillen will? Ich will einfach in Frieden. Ich sag mal so, theoretisch hätte Theo safe die beste Crew, aber irgendwie nach dem sechsten Pick hat er irgendwie eine ganz komische Richtung eingeschlagen. Oh, fucking Opera. Also als da auf einmal die Sahne ins Spiel kam, da ging es in eine ganz komische Richtung. Irgendwas müssen die ja essen. Hier, guck mal, Kid und Moria wollten beide keine umbringen, die haben schon Gesprächsthemen. Was willst du, Justin? Meine Gruppe hat die perfekte Synergie. Perfekt. Ja, Raffi ist auch schon echt overpowered, muss ich sagen. Das Ding ist, ey, Kudo, du hast da von der Sword-Einheit dabei, ne? Also jeden Verräter schon mit drin. Schon eingeplant. Ja, Verräter. Schon, dass die Marine mithört. Ja. Wir machen ja nichts. Da ist der nächste Admiral schon auf Kurzfalltaste, Digga. Das ist das Schöne. Kudo spielt darauf, dass einer von seinen Homies Samurai wird, damit er chilliges Leben haben kann. Okay, ey, lass traden gleich. Okay, warte mal, lass mal kurz, bevor wir traden, kurz überreden. Daily Business auf dem Schiff. Kochen. Thema Kochen. Wer kocht bei Jan? Ist es? Ja. Wer kocht bei dir? Mit heiße Sahne zu trinken. Jeden Tag. Hausgemacht. Oh, abgemolken. Abgemolken von Opera. Okay, Kudo, wer kocht bei dir? Ja, Sanji natürlich. Sanji, ja, das ist Case Closed. Guck mal, wir haben sogar Notfallproviant mit Chopper und Beppo. Oh Gott. Okay. Ja, das, da bin ich jetzt gespannt auf deine Antwort. Also, nee, guck mal, das Ding ist, bei mir ist das so, sowohl Bonnie als auch Lucky Who fressen die ganze Zeit nur Fleischkeulen. Die kochst du ja nicht. Oh ja, du musst ja viel. Die hältst du ja nur übers Feuer. Das heißt, meine Crew, die ganzen Powerhäuser machen den ganzen Tag nichts anderes, außer Tiere töten. Nein, und die fressen, meine Crew ist die Anti-Vegan-Crew. Da wird nur Fleisch gegessen. Ey, du hast aber schlau gedraftet. Weil, guck mal, warte mal ganz kurz. Du hast Big Mom, Bonnie und Lucky Lou, die alle übertrieben Kohldampf haben, okay? Mm. Und du hast einfach Caribou gedraftet, also einen Lagerraum for free. Ja, das ist es nämlich. Und pass auf, ich habe auch schon direkt einen Start probieren, weil ihr startet alle mit eurer Crew und habt nichts zu essen dabei. Eure Köche müssen das erstmal zubereiten. Cavendish bringt sein Pferd schon mit. Der hat nämlich ein Pferd. Er bringt Alter, das Pferd schon mit. Und ich sag mal so, bei solchen Powerhäusern, die ich da habe, brauchen wir das Pferd nicht. Also kann das schon mal zum höheren Zweck dienen. Kage, was gibt's bei dir außer Bier? Bei mir gibt es einmal schön alles à la carte von Rayleigh und von Okta. À la carte von Rayleigh? Ja, ey, Ruffy und so, die haben ja da 2 Jahre auf der Insel überlebt. Ja, oh, Brain. Schlau. Muss ja mal irgendwas kommen, ne? Das Okta, dein Mann fürs Grobe. Ja. okay, bei mir, ich weiß nicht, also Oden kann einen guten Eintopf machen, notfalls kann er auch sich selber eintopfen. Sonst weiß ich nicht, Katakuri macht ja nicht die Donuts, er frisst sie ja nur, ne? Gleich wie Blackbeard, der isst ja nur die Kirschtoten, er macht die ja nicht. Zoro kannst du komplett wegschmeißen, also, was angeht. Ich sag mal, in deiner Crew ist ja wirklich Cracker. Aber ich kann das kompensieren, pass auf. Ich habe nicht einen Koch, der krass ist, aber ich kann mir einfach
Köche holen, die ich in Capone lagere, und habe ich eine richtig krasse. Das ist eine Möglichkeit. Also was ist Digga, du kannst auch deine Sachen auch bei Blackbeards Finsternis lagern. Ah ja, genau. Auch. Warte mal. Stimmt ja. Katakuri, Katakuri kann ja Mochi erschaffen. Ja, mit Cracker. Mann, Cracker mit Cracker Reiskuchen, Digga, Case close. Ulti bisschen trocken, ne? Bisschen Ulti. Trocken. Wenn ein bisschen Sahne schon, will, ne? Passen wir. Ja, bisschen. Ey. Was ist mit Schiffsteuern? Bei mir könnte. Oden, I guess? Oden? Der konnte nicht in See stehen. Ja, der konnte nicht in See stehen. Vergessen wir das wieder. Warte mal, zur Not, Schambelt uns einfach Lore durch die See. Das kann auch nur das. Schambelt. Bei mir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, I guess Rayleigh, oder? Ja. Okta, ey. Im Notfall auch Johnny, Digga, der soll auch begnadet sein. Hä, Okta? Okta, perfekter Steuermann. Ja, Okta auch. Ja, safe, doch. Okay, bei Justin, Ben Beckmann, ist er nicht Steuermann oder so ein Scheiß? Ben Beckmann könnte das safe, ist ja auch der intelligenteste Charakter von allen, deswegen könnte man denen schon zutrauen, dass der schon hinkriegt. Ansonsten sind da genug Leute dabei, die auch das Schiff steuern könnten. Ich glaube, keine Ahnung. Bei mir ist es wirklich so tagesschichtenmäßig, jeden Tag eine andere. Bei Phil ist. Oder ist Scoppy der Schiffsmann? Scoppy, der ist schon lange Pirat und ich glaube, der hat auch schon mal das Schiff gesteuert bei Roger. Digga, wo hast du das denn her? Oder auch Brooke hat Erfahrung mit langen Schiffsreisen. Aua. Wohl Scoppy da. Der kam schon länger mal alleine auf dem Schiff, klar. Gut, bei John Kirstein ist ja klar. Wer macht Stimmung? Wer macht Stimmung? Wer macht Stimmung und Captain und Vize-Captain? Vize-Captain müsste ja, erstmal. Vize-Captain, okay, erstmal Stimmung. Okay, ja, dann pitch mal deine Stimmung. Bei mir, ey, ganz ehrlich, ich sehe schon auf den Tischen P-Coms mit Chiki und Frankie tanzen, Digga, und die gehen okay. Dabei Sahne. Das ist geil, das gebe ich dir. Ja, das ist stark. Okay, Kudo, in der Kategorie kannst du nicht abkacken. Da muss dir irgendwas einfallen. Also wir haben Musik, wir haben Brooke, dann haben wir Attraktionen, wir haben Hancock, Nami, wir haben sprechende Tiere, wir haben alles. Okay, und was macht Rockstar? Ja, der guckt zu. Der überbringt die Nachrichten von Shanks. Roter Shanks. Ja, Justin, mit Stimmung bei dir. Scratchman Apu, safe. Ja, schon klar, aber... Die Mucke ist da. Du kannst schlechter Spaß haben als mit Bonnie und. Also, Bo, ich seh da nicht Doflamingo mit Lucky Du rumviben. Doch, klar. Ich glaube, während auf euren Partys viel Musik so zu fröhlichen Themen ist auf meinen Partys einfach. Spielt Apu so Musik zu so Folterungen, weißt du? Und die lachen so alle gegenseitig, wenn sie so da irgendwelche Leute foltern. Klar, wer kennt ihn nicht, Lucky Lou, der Foltergott. Ja gut, Kagat, Krokus, da brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich. Jetzt imagine, Shanks besoffen, Rayleigh besoffen, Mihawk. Digga, das ist ja die perfekte Party, Digga. Das Ding ist, ich glaube, meine Crew würde richtig gut viben bei so einer Feier, ne? Aber ich habe leider zwei übertriebene Spaßbremsen. Ich glaube, mit King und Law ist nicht so gut feiern. Ich glaube, mit den beiden kannst du das vergessen. Aber abseits dessen, Digga, ist es genauso wie mit Balkage mit bisschen Alk. Vize, ich weiß, also Blackbeard ist mein Captain? Ich dachte, man selber ist Captain. Weil es ja die eigene Crew ist. Oder ja, gut, dann ist ja klar. Okay, dann Vize-Captain. Dann Vize-Vize-Captain. Vize-Vize-Captain. Also ich bin Captain, mein Vize-Captain ist Blackbeard, mein Vize-Vize-Captain. Ja, eigentlich muss ich da mit Zorro gehen. Einfach für die Loyalität, ihr wisst Bescheid. Ich würde Rayleigh als Vize nehmen und dann, ja, Almighty Shanks, Digga, anders geht's ja nicht. Also... Ja. Alles andere wäre ja Quatsch. Naja gut, du könntest jetzt bei mir argumentieren, Kaido und Big Mom wären natürlich das Logische. Aber ich glaube, damit diese Crew halt wirklich sich überhaupt nicht gut miteinander versteht, nämlich als Vize-Captain Yasop und als Vize-Vize-Captain Vista, weil ich glaube, die sind nicht so oft... Also verstehe ich das richtig. Yasop sagt dann Kaido, wo es lang geht. Ja, Kudo, ich nehme jetzt wirklich Kaido und Big Mom. Das ist ja so Vize-Sanji und sonst hat eigentlich nur noch Scoppy so ein bisschen Autorität. Ja, hab ich fast gedacht. Okay, jetzt bin ich gespannt, OPT. Bei mir ist es Ruffy und dann Whitebeard. Und dann Whitebeard, okay. Ja, Whitebeard hat sich nämlich schon Crews angeschlossen, weiß man durch den Rocks und so. Und er war zu der Zeit davor. Okay. Und ich glaube, wenn er den heiligen Sonnengott Nika vor sich hat und weiß, das ist Joyboy, das ist der für die Erlösung die Welt bringt, und der glaube ich schon, dass er sich unterordnen kann. Ich glaube auch, Marco unterordnet sich auf jeden Fall in Ruffy, wenn er auch im Whitebeard präsent ist auf dem Schiff. Geh ich auch von aus. Traits. Hat jemand einen Trade-Vorschlag? Justin. Ja. Bonnie für Bato. Ja, wäre erste Strategie gewesen, aber jetzt dürste ich nach mehr. Ich gebe dir Bonnie für Scoppy. Boah. Du brauchst eine Bonnie in deiner Bonnie Crew. Für Scoppy. Dann verzichte ich auf Bonnie. Was? Du kannst so nicht auf Bonnie verzichten. Nicht für Scoppy. Nicht für Scoppy.
Digga. Ist ja der krasseste. Kudo predicted auf diesen anderen Scoppy-Reveal. Okay, Raffi, was. Gibt's eine Möglichkeit, dir den Blacky abzulösen? Nein, nicht beim Ansatz, nein. Digga, das ist der zweitstärkste Charakter auf der Liste, verpiss dich. Cracker gegen Johnny und Yuzaku. Crack? Nee. Okay, King gegen Johnny und Yuzaku. Nee. Verdammte Scheiße! Niemals! Wie geizig bist du denn? Was will ich denn haben? Was gibt's denn hier noch bei euch? Ich sag's dir, ich brauch einen Blackbeard in meiner Crew oder einen Scoppy. Ja, okay, für Scoppy, ich geb dir Bonnie und ich geb dir dazu noch Scratchy und Caribou. Drei Charaktere. Er will ja alles rüberschieben. Die will ich nicht. Auf die kann ich jetzt. Ey, so ein Lustmolch, Digga, wie Caribou, der schon die Meerjungfrauen da so alle abgreifen wollte, der wird genau in deine Crew passen. Lustbande. Digga, er ist der größte Lustmolch von allen. Denk doch mal an dein Motto. Ihr seid alle so geizig. Es geht einfach nicht. Ey, Kudo. Ja. Yeah. Ich tausche Ulti und King gegen Bo. Nee. Ah, Mann, Alter. Jetzt brauche ich jemand ein echtes Angebot. Ich brauche eine Scoppy. Okay, sag mir, was du mit Scoppy machen willst. Was bringt er dir? Ja, eine gute Seele in der Crew. Also, ich sehe das richtig. Hier will keiner traden. Alle sind zu geizig. Nee. Ich würde Katakuri gegen Yamato traden. Wäre fair. Ja, finde ich auch, Kirito, aber Kage will nicht. Das sind Bonnie für King, komm. King, Digga, Kaido, Synergie, dann, Bro. Dann gib mir noch eine Kleinigkeit mit dazu. Was willst du denn noch haben? Tracker? Eine Kleinigkeit. Gib mir Bonnie und du gibst mir dafür King und Gecko Moria. King und Gecko Moria? Ja. Ist das sehr für Bonnie, Digga? Ja, du hast eine Bonnie. Aber ich will Gecko Moria Blackbeards Synergie halt. Aber Bruder, Blackbeard wäre ja anders gesatisfied, wenn er Bonnie in der Crew hätte. Ich glaube, ich steig doch nochmal ins Bonnie-Geschäft ein. Was, Digga? Ja, dann red. Scoppy für Bonnie. Was? Und? Yasop. Nein, ich brauche Yasop-Vista-Kombo. Okay, ich trade King und Moria gegen Bonnie, wenn du jetzt sagst. Haben wir auf einmal auf Zeitdruck angelehnt. Nur noch 10 Sekunden, Digga. Ich Transferfenster schließt gleich. Okay, willst du Scoppy gegen Bonnie 1-1 trade, Kudo? Nein. Dann will ich noch einen Bonus drauf haben. Und Kaido oben drauf. Ich geb dir King und Moria. Der Deal ist okay, auf dem Tisch. Ja, okay, ich nehm King und Moria. Er nimmt King und Moria. Jawohl, Digga. Blackbeard gesatisfied. Ich hab die größte Crew. Oh ja, wow. Ja gut, ich würde noch weiter traden, aber ihr seid alle geizig, deswegen macht das keinen Sinn. Ich kann nicht mehr, ich habe überlegt die ganze Zeit, aber ich nicht? Kann nicht. Willst du nicht? Ich kann auch nicht. Nee, Udo, brauch auch nichts. Irgendwie. Ich bin schon satisfied. Also, ich würde sagen, ich habe die beste Crew gedraftet, obviously. Ja, Digga, was Drip angeht, ich habe Lon Soto, also Katakuri, Drip. Genau, warte mal, Drip-Test, wer die drippigste Crew? Boah, Digga, was Drip angeht, bin ich schon gut unterwegs, finde ich. Ja gut, gibt's da irgendwas, was wir sonst noch? Eigentlich nicht, ne? Wir haben alles gut besprochen, I guess. Krank, einfach. Nächstes Mal mit den Sidekicks der Sidekicks. Ja? Und dann wird sich zeigen, wer wirklich gut draften kann. Ich bedanke mich bei euch fürs dabei sein an diesem wunderschönen Sonntagabend. Yes. Heute leider ohne Chapter, aber wir werden es überleben. Nächste Woche dann wieder wie gewohnt, wie wir es haben. Und ja, ich verabschiede mich erstmal von euch, Guys. Also, wir sehen uns wahrscheinlich später. Mach's gut. Yep. Und tschüss. Tschüss.